Hallo und herzlich willkommen zu Friday Night SmackDown und wir sind wieder mal beim SmackDown-Turnier und es ist nicht mehr lange. Heute an dieser SmackDown-Folge, an diesem schönen Freitag, sind nochmal die letzten Matches von Runde 2. Kofi Kingston gegen Big E, Titus O'Neil gegen Curtis Axel und Luke Bass gegen Sheamus. Drei wirklich, wirklich tolle Matches, denke ich mir mal, dass die alle drei sehr toll werden. Und nächste Woche bei SmackDown, da haben wir dann noch die zwei Triple Threat Matches, sozusagen die Halbfinals. Und dann bei Over the Limit im Main Event, wie gesagt, das Finale dieses SmackDown-Turniers. Und dann wissen wir, wer der nächste Gegner von Rusev wird. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Match direkt an. Kofi Kingston gegen Big E. Der ist natürlich mal wieder nicht alleine. Der wird unterstützt von seinem Buddy The Big Truth, natürlich wieder vereint von R-Truth. Denn der ist letzte Woche rausgeflogen, also hat er quasi jetzt nichts anderes zu tun und managt jetzt so quasi seinen Buddy. Seinen Buddy Big E. Quasi den Buddy vom Buddy. Der riesige Brustmuskel von Big E muss halt geschützt werden. Und da kommt Kofi Kingston. Ja, Überraschungssieg. Ihr habt es ja alle gesehen. Gegen Mark Henry hätte ich nie mitgerechnet. Ganz ehrlich, dass der das schaffen kann. War ein bisschen Verwirrung bei der Matchcard des Turniers so, weil ich da einmal hin und her gesprungen bin. Manche dachten, Kofi würde gegen Luke Bass antreten, aber nee. Kofi gegen Big E, das fand ich relativ gut, weil Big E, Kofi, das ist quasi New Day, aber bei uns gibt's ja keinen New Day. Ja, habe ich hier einen Favoriten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwie Kofi so ein bisschen im Gefühl, weil Kofi einfach zum Beispiel gegen Mark Henry gewonnen hat. Damit hätte niemand gerechnet. Und da kommt Big E. Der hatte bisher, so sag ich mal, ein etwas leichteres Turnier. Justin Gabriel, den hat er halt mal eben weggesquasht, nichts Besonderes. Sein Partner R-Truth ist ja schon raus, der ist ja gegen Big Show leider ausgeschieden. Aber ihr seht, Big Truth, die halten hier zusammen. Und ich muss noch was sagen, denn FIFA 15, der Kapitän, wir haben die Wahl quasi beendet, denn unser Kapitän wird Tom Goku, Co-Kapitän wird Lukas Hibbe. Und jetzt könnt ihr, jetzt in den Kommentaren ist wieder ein Abstimmungslink, einfach draufklicken, die Trikots auswählen. Wer da noch mit abstimmen will, sehr, sehr geil, wie ich finde. Wir haben da vier sehr geile Trikots ausgesucht. Wer nicht weiß, wie die Trikots aussehen, kann es ja einfach mal googeln. Und sonst einfach am besten nicht abstimmen oder ihr kennt die Trikots halt. Sehr, sehr nice. Also ich finde, die Trikots sehen alle gut aus. Egal welches es wird. Ich habe da zwar meine Favoriten. Das sind aber, glaube ich, die auch schon die E führen. Deswegen einfach mal abwarten. Ja, die Stars werden jetzt irgendwann erstellt in der nächsten Zeit. Ich glaube, heute Abend werde ich mich mit dem lieben Spongo schon mal dran setzen. So, dann kommen wir jetzt hier zu dem ersten Match. Big E gegen Kofi. Wie gesagt, Favoriten habe ich keinen. Ich glaube einfach, Kofi könnte es schaffen. Er hat ja schon den ersten Heavyweight mit Mark Henry besiegt. Und den zweiten vielleicht heute mit Big E. Das wäre es auf jeden Fall. Und das ist ja die rechte Turnierhälfte, die ihr hier seht. Also der Sieger dieses Matches trifft dann quasi auf, lasst mich nicht lügen, ich muss den Turnierbaum jetzt selber mal öffnen, damit ich nicht irgendeinen Mist wieder rede. Letzte Woche habe ich mich nämlich da schwer vertan. SmackDown-Turnier hier. Rechter Turnierbaum, der Sieger würde gegen Dolph Ziggler antreten und den Sieger des Matches Titus O'Neil gegen Curtis Axel. Auf der anderen Seite haben wir ja schon Big Show fest und John Cena fest und da wird dann heute noch entschieden, ob es Sheamus oder Luke Bass wird. Also die linke SmackDown-Turnierhälfte, meine Fresse. Big Show gegen John Cena, gegen Sheamus oder Luke Bass. Einer von beiden. Das ist auf jeden Fall ein Hardcore-Match. Leckt mich am Arsch. Das ist richtig krass. Und rechts haben wir dann Ziggler, Titus O'Neil und ja. Nee, Titus O'Neil oder Curtis Axel oder Kofi und oder Big E. So, jetzt müsste ich es richtig gesagt haben. Habe ich jetzt alles erwähnt? Ich glaube schon. Ja, NXT, wer es noch nicht gesehen hat, Siegesfeier von Chris Sterling. Ja, da hat er seinen Bruder, arrogant wie er ist, einfach mal rausgerufen und wollte, dass er ihm den Gürtel umhängt. Ja, was hat MJB gemacht? Hat ihm den Burning Hammer, seinen Finishing Move, durch den Tisch verpasst. Da war so alles aufgebaut für so eine Siegesfeier. Ja, der MJB hat gesagt, ja, von wegen. Und guckt euch mal Big E an, der legt hier schon gut los. Schöner Überwurf da gerade gegen Kofi. Und bisher sieht es nicht gut aus. Also ich habe jetzt immer so aus dem Augenwinkel gerade, während ich auf den SmackDown-Plan geguckt habe, habe ich hier immer so geguckt, ja, wie sieht das Match gerade aus? Sah nicht so gut aus für Kofi. Muss auf jeden Fall zulegen, wenn er das Match hier gewinnen will. Aber ich habe auch gegen Mark Henry gedacht, ja, locker, verliert er sowieso gegen Mark Henry. Und was war, er hat es einfach mal gewonnen. Ich glaube, zwei Trouble in Paradise waren das, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ich weiß es aber jetzt auch nicht, also legt mich mal nicht drauf fest. Und ich freue mich wirklich, ich hoffe, bald kann das SmackDown
Turnier dann, wie gesagt, sein Finale finden bei Over the Limit. Und dann geht's auch, sobald es geht, mit dem FIFA-Let's Play los. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Mal abwarten, wie lange das noch dauert. Kommt darauf an, wie gut ich vorankomme mit dem ganzen Erstellen und mit diesem Tool, mit den Trikots und so. Ist nicht ganz so einfach, weil das natürlich von einem User erstellt ist, das ganze Programm. Also, das hat halt schon so ein paar Ecken und Kanten, weil FIFA natürlich eigentlich nicht gemoddet werden will. Ihr versteht, was ich meine. Das ist immer nicht immer ganz einfach. Ja, das habe ich gesagt. Und ich fände es mal cool, wenn Adrian Neville, unser NXT-Champion, mal in die Kommentare schreiben könnte, weil derjenige sollte auch aktiv sein, weil ein Champion, der nicht aktiv ist, ist relativ sinnlos. Hier schöner Springboard, ja, Plancher von Kofi Kingston gegen Big E. So hat es angefangen gegen Mark Henry. Und jetzt hier Crucifix-Pin gegen Big E, aber da geht jetzt R-Truth dazwischen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man einen Tag-Team-Partner hat, der hier einen unterstützt. Da geht R-Truth dazwischen, der Referee zählt nicht weiter, sondern diskutiert weiter mit R-Truth. Aber Kofi lässt sich davon jetzt gerade gar nicht ablenken und macht weiter. So muss es sein und er zeigt den Monkey Flip. Schöne Aktion und direkt hinterher Springboard Crossbody. Schön. 1, 2, 3 und das ist der Sieg für Kofi Kingston. Wow. Da hat vielleicht auch Big E mehr nach draußen geachtet. Was macht da sein Body R-Truth? Da können wir uns nochmal das Ende ansehen. Das war jetzt auf jeden Fall überraschend. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so schnell endet. Hier, da war der Crucifix-Pin und dann hier Monkey Flip. Aber Kofi macht direkt weiter. Springt aufs zweite Seil, aufs dritte Seil und dann Springboard Crossbody. Und dann war es das schon. Kofi steht in der nächsten Runde. Damit hätte ich nicht gerechnet. Obwohl, ich habe ja eigentlich damit gerechnet. Aber ich dachte jetzt, als R-Truth eingreift, oh, hoffentlich ist Kofi nicht abgelenkt. Aber er hat konzentriert weitergemacht. Und damit fliegt auch Big E aus dem Turnier raus. Damit The Big Truth sozusagen ausgeschieden. Ja, Kofi steht im Halbfinale. Das ist auf jeden Fall mal eine Überraschung. Und ganz ehrlich, denkt mal zurück an letztes Jahr. Kofi Kingston ist ein ehemaliger WWE-Champion. Schafft das jetzt wirklich? Das wäre wirklich krass. Wenn Kofi es schafft, das Turnier zu gewinnen und dann vielleicht World Champion wird, stellt euch das mal vor. Und jetzt kommen wir aber auch direkt zum Match 2. Direkt den Schwung oben halten. Kofi gewinnt, ey. Kofi ist im Halbfinale. Also der erste Gegner, der jetzt quasi, der letzte Gegner, der noch fehlt sozusagen, ist jetzt genau der Mann, der im folgenden Match ermittelt wird. Curtis Axel oder Titus O'Neil. Die Primetime Players haben sich wieder zusammengefunden, haben bei NXT ihr Match gegen die Ascension gewonnen. Ja, und Darren Young, der unterstützt natürlich auch seinen Buddy Titus O'Neil hier heute Abend. Aber Curtis Axel, ich wette, dem ist das total egal, weil Axelmania runs wild on SmackDown in diesem Fall. Und jetzt, da kommt er, unser United States Champion. Ich liebe diesen Anblick einfach. Guckt ihn euch an. Ich glaube, das erste Match von ihm, seitdem er United States Champion ist. Axelmania runs wild. Stellt euch mal vor, Curtis Axel würde das SmackDown-Turnier gewinnen. Also egal, wer noch drin ist, da wären auf jeden Fall hammergeile Matches, die auf uns warten. Cena gegen Rusev, Big Show gegen Rusev, Ziggler gegen Rusev. Da sind schon ein paar nice Matches, die da kämen. Und da kommt jetzt, wie gesagt, Titus O'Neil. Natürlich begleitet von Darren Young, so wie sich das gehört, würde ich sagen. Tag-Teams müssen einfach zusammenhalten in solchen Situationen. Waren ja beide im Turnier, ich habe es ja schon mal angesprochen. Darren Young ist ja direkt in Runde 1 gegen John Super Cena rausgeflogen. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Match. Habe ich einen Favoriten in diesem Match? Ja, habe ich. Ich glaube wirklich an Titus O'Neil, denn ich habe es schon erklärt, ich finde die Primetime-Players super. In der WWE und in der LCW bei beiden finde ich super. Titus O'Neil, wie gesagt, so der Powerhouse. Guckt euch den Kerl an da mit seinen 2 Metern. Ich glaube, ehemaliger Basketball- oder Footballspieler, eins von beiden, habe ich zumindest mal gehört. Doch, eins von beiden hat er mal gespielt. Darren Young, der Techniker, der Schnelle, passt einfach sehr, sehr gut, wie ich finde. Und natürlich, Axelmania, den dürfen wir nicht unterschätzen, denn der hat einfach mal Ric Flair den US-Title abgenommen. Ja, Edge of the Four läuft nicht so gut, ihr wisst es ja. Und nachher muss ja noch Luke Bass ran gegen Sheamus. Das wird bestimmt auch ein Knaller-Match. Da erwarte ich richtig viel von. Und hier wieder dieser schöne Back-Suplex von Curtis Axel. Wenn ich da mal wüsste, wie der heißt, den zeigt er richtig häufig, aber der sieht richtig cool aus. Wäre natürlich auch wieder ein Zeichen, wenn jetzt zum Beispiel Curtis Axel hier gewinnen würde gegen Titus O'Neil. Dann wird er wieder mal beweisen, Jungs, 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 ich bin zwar US-Champion, aber ich mache jetzt auch noch Jagd auf den nächsten Titel. Stellt euch das mal vor, US-Champion und World Heavyweight Champion. Wäre schon richtig krass, aber man muss ja bedenken, selbst wenn hier heute einer von beiden wird ja gewinnen.
Dann steht auch noch ein Triple Threat Match an gegen Kofi, den man, wie wir eben gesehen haben, überhaupt nicht mehr unterschätzen darf. Der hat, glaube ich, hat wieder so einen Run wie damals bei TLC, als er WWE Champion wurde. Das wissen ja viele gar nicht. Der war WWE Champion. Bei Kofi Kingston denkt man da nicht dran, aber es ist so. Dann natürlich Dolph Ziggler und dann halt der Sieger dieses Matches. Das ist ein klasse Triple Threat Match. Und auf der anderen Seite natürlich Sheamus oder Luke Buss, das werden wir nachher sehen, gegen Cena und gegen Big Show. Also auch Wahnsinn, also zwei wirklich gute Triple Threat Matches, wenn ich überlege, wer alles im Turnier drin war. Und jetzt sind diese, ja, ich sag mal, am Ende sind es diese sechs, die dann noch da sind. Noch sind es acht. Und jetzt hier schöner Fisherman, Swinging, Suplex, wie auch immer, Neckbreaker, von und zu Gedöns. Elbow hinterher von Curtis Axel. Ja, Darren Young, das finde ich schön, der hält sich raus aus dem Match, zumindest bisher. Wenn es nachher vielleicht ein bisschen enger wird, dann wird er bestimmt was sagen, aber mal abwarten. Oh, schöner Dropkick von Curtis Axel in der Ringecke gegen Titus O'Neil. Und da macht es auch nichts, ob man ein Powerhouse ist oder nicht, das tut so oder so weh. Da hat man eigentlich nur, für Curtis Axel ist eigentlich nur positiv, er hat mehr Fläche zum Treffen, könnte man sagen. Und guckt euch ihn an, der hört einfach nicht auf, zeigt hier eine Aktion nach dem anderen. Titus O'Neil kommt gar nicht mal zum Zug. Ja, hier, nächste Clothesline hinterher, Better Than Perfect, das ist natürlich ein Schild, was an Curtis Axel gerichtet ist. Und jetzt, oh, jetzt übertreibt das aber hoffentlich nicht, jetzt will er den Kommentatorentisch abbauen, so sieht's aus, aber nee, er geht einfach mal raus, vielleicht kurze Verschnaufpause, kurz überlegt und da kommt er herangeflogen gerade mit dem Double X Handle und jetzt baut er den Kommentatorentisch ab. Da hat er quasi Titus O'Neil rausgelockt, hat dann die Top-Rope-Aktion, ach nicht Top-Rope, die... den Sprung sozusagen vom Mattenrand gezeigt und dann Tisch abgebaut, aber lässt er, glaube ich, erstmal. Ja, vielleicht ist es besser, nicht, dass er hier noch irgendwie, ja, dass da was schief geht und danach gibt es hier den Clash of Titans durch den Tisch oder so. Aber das erste Cover. Aber jetzt greift auch Darren Young ein, genau eben wie R-Truth. Und jetzt hoffe ich, dass da Curtis Axel weiter konzentriert bleibt, weil das lief ja bisher wirklich gut. Und das sieht auch weiterhin gut aus. Fisherman Suplex. Aber jetzt ist der Referee da abgelenkt, das Cover hätte durchgehen können. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Da hätte der Referee sich mal umdrehen sollen, aber der diskutiert da bis gerade immer noch mit Darren Young. Schade eigentlich. Und jetzt kommt Titus O'Neil mit seinem Big Boot. Ja, hoffentlich war das jetzt nicht die Wende im Match. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt, ob Titus da jetzt irgendwie Kapital rausschlagen kann, weil das müsste ja jetzt eigentlich nutzen. Ja, schöner Backbreaker. Ja, aber so muss man halt kämpfen, wenn man im Turnier weiterkommen will. Dann hat man seinen Tag-Team-Partner, der geht dazwischen. Schade eigentlich, aber der Fisherman Suplex, das Cover hätte gereicht. Aber jetzt muss er aufpassen, Curtis Axel. Nicht, dass das Ganze sich jetzt hier dreht und er hier gleich gecovert wird. Aber das sieht gut aus. Half Nelson, aber wieder Darren Young. Und jetzt müsste der Referee was sagen. Denn das ist jetzt, da hinten liegt doch jetzt, Titus O'Neil ist doch ab, hat doch aufgegeben. Der ist doch komplett weg. Guckt euch Curtis Axel an. Der kann jetzt machen mit Titus O'Neil, was er will. Der ist doch komplett weggetreten. Aber immer noch ist Darren Young da. Der Referee muss ihn jetzt einfach mal aus der Halle verweisen. Geht Darren Young, er ist immer noch da, der Referee, scheinbar hat er da immer noch Spielraum gelassen und jetzt sieht's wieder aus wie die Aktion, die er gerade schon mal gezeigt hat, Face Crusher. Das könnte es doch jetzt gewesen sein, das sieht ganz, ganz schlecht aus für Titus O'Neil und wieder Darren Young. Also jetzt, alle guten Dinge sind drei, jetzt muss Darren Young die Halle verlassen, erzählt mir, was ihr wollt. Und da kommt der Spinebuster, ich dachte erst der Clash of Titus, aber das war der Spinebuster und jetzt das Cover. Für Titus O'Neil, aber der Referee immer noch abgelenkt. Also der Referee macht keine gute Leistung in diesem Match. Muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Aber jetzt, bah, Backbreaker. Das tat weh. Guckt euch an, wie dieser Hühne, Titus O'Neil, da Curtis Axel auf seinem Bein quasi zerquetscht, könnte man fast sagen. Komm, cover ihn. Curtis Axel sollte jetzt einfach das Cover versuchen. So viel, wie da Titus O'Neil jetzt schon eingesteckt hat, das kann es doch sein. Eins, zwei, drei und da war Darren Young weg und dann hat's funktioniert. Curtis Axel mit dem Sieg und damit steht das erste Halbfinale fest. Dolph Ziggler, unser Intercontinental Champion, gegen den US Champion Curtis Axel, gegen Kofi. Das ist auf jeden Fall mein Main Event, also das kann man als Main Event nehmen. Wir nehmen wahrscheinlich das andere Triple Threat Match. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Black Screen, ich weiß jetzt nicht warum. Die Axel-Musik hören wir noch. Deswegen kann es eigentlich nicht abgestürzt sein. Das Spiel hat halt solche Krämpfe. Ihr wisst das ja, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also ihr hört die Musik, glaube ich, auch noch. Nur ich sehe gerade nichts. Das ist das Problem.
gucken wir doch mal, wechsle ich mal eben schnell auf den Kanal. Also wie gesagt, das ist mir jetzt gerade im Nachhinein erst klar geworden. Jetzt haben wir Intercontinental Champion gegen US Champion gegen Kofi, ehemaliger WWE Champion. Also wirklich ein geiles Triple Threat Match, wie ich finde. Das kann man eigentlich auch ins Main Event tun, aber ich denke mal, wir nehmen das Match von den anderen dreien. Aber einfach mal abwarten. Wenn jetzt überhaupt mal wieder Bild kommt, fände ich auch schon sehr geil. Ich würde es ja sehr feiern, weil ich höre immer noch Curtis Axel. Dieses Spiel ist so fail. Dann gehen wir jetzt mal in den Backstage-Bereich und gucken mal, ob Luke Buster schon bereit ist zum Interview. Jetzt sehen wir ein Bild, aber das ist Batista und Luke Buster. Und das sieht gar nicht gut aus. Ansatz zu Batista-Bomb. Holy shit! Batista-Bomb durch den Cola-Automaten. Luke Buster muss K.O. sein. Guckt den euch an, der kann gar nichts mehr. Und da kommt jetzt ein Offizieller. Ja, da kommt ein Ringrichter. Ja, kümmert sich um Luke Buster. Hier das X-Zeichen. Der scheint sich da verletzt zu haben. Ja, wie soll denn jetzt bitte Luke Buster das Match gegen Sheamus bestreiten? Das kann er gar nicht. So, und was war denn das bitte gerade? Wir haben ein Interview erwartet. Ein Interview, wirklich. Von Luke Buster. Und was passiert? Er wird attackiert von Batista. Eine Batista-Bomb durch diesen Cola-Automaten, der da stand. Keine Ahnung, wie jetzt das Match hier ablaufen soll. Zwischen Sheamus und Luke Buster. Sheamus, der lacht sich jetzt wahrscheinlich ins Fäustchen. Luke Buster. Ja, ich denke mal, der wird sich da irgendwie verletzt haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er überhaupt erscheint. Ja, auf der Matchcard steht jetzt hier Sheamus gegen Luke Buster. Aber wird denn auch wirklich Luke Buster erscheinen? Weil nach so einer Aktion, da kann ich mir vorstellen, da verletzt man sich. Das kann man nicht einfach wegstecken. Ich glaube nicht, dass er hier einfach zum Ring kommen kann und ein ganz normales Match führen kann. Hier kommt auf jeden Fall schon mal Sheamus. Ja klar, dem wird das egal sein. Der sagt sich, ich will hier weiterkommen. Ja, Sheamus, der ist top motiviert, das ist klar. Aber ganz ehrlich, Batista und Luke Buster, ja, da haben sich wirklich wieder zwei gefunden. Bei Raw, wie gesagt, wird das Ganze weitergehen. Wenn das Match eine Stipulation haben soll, dann sagt es mir, schreibt es in die Kommentare. Ich bin, ja, auf jeden Fall, wenn ihr eine gute Stipulation habt, dann machen wir was, weil ich glaube, die beiden werden sich gegenseitig den Kopf abreißen. Zumindest werden sie es versuchen. So, Sheamus ist jetzt im Ring. Ja, ein Heel gegen einen Heel sozusagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Luke Buster denn wirklich zum Ring kommt und ob er dieses Turniermatch bestreiten kann. So, die Musik hören wir schon mal. Kommt er denn auch? Weil das heißt ja nicht unbedingt was. Aber da kommt er. Da kommt Luke Buster. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Der kann sich ja jetzt höchstens 3-4 Minuten mal erholt haben Backstage. Vielleicht irgendwelche Schmerzmittel mal eben genommen haben. So eine Powerbomb durch einen Cola-Automaten steckt man nicht einfach weg. Oder er steckt das halt wirklich weg. Das zeigt dann auch halt irgendwie, was für ein Tier, was für ein Biest Luke Buster einfach ist. Das ist einfach nur krass, der Kerl, dass er jetzt so eine Powerbomb anscheinend hier wegsteckt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das ein langes Match wird, weil ganz ehrlich, wie soll er das überstehen? Und da kommt der Bro-Kick! Da kommt der Bro-Kick. Und guckt euch Sheamus an, der weiß gar nicht, war es das jetzt wirklich? War es das? Cover. 1, 2, 3. Nö, Luke Buster kommt raus. Bei 2,5 wird er das denn jetzt geschafft? Also damit hätte ich jetzt als letztes gerechnet. Da kommt er raus, also... Jetzt weiß ich ehrlich nicht, ob das noch ein letztes Zucken war, weil ganz ehrlich, Sheamus wird doch jetzt weitermachen wie vorher, aber nach dem Bro-Kick kommt Luke Buster raus. Eieiei, also das ist immer das, was man bei Luke Buster sieht. Man kann ihn ja hassen, aber man muss ihm einfach zugestehen, er hat es auch einfach irgendwie drauf. Er gewinnt nicht jedes Match, nö. Aber das zum Beispiel hier gerade, er steckt diese Powerbomb eben von Batista anscheinend weg. Ja, nicht wie nichts, aber er ist auf jeden Fall nicht kampfunfähig. Ich kenne genug, die werden jetzt kampfunfähig oder sogar verletzt oder so. Ich sag nur, Daniel Bryan ist ja schon ein paar Mal passiert bei uns. Und er steckt sogar den Bro-Kick weg. Sheamus wahrscheinlich hat sich direkt gedacht, ja, Luke Buster wird nicht bei 100% sein, kommt direkt mit dem Bro-Kick, aber nö. Sheamus schafft es nicht, bis 3 das Cover durchzubringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt Luke Buster hier vielleicht in dieses Match rein? Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Jetzt würde ich mich nicht wundern, wenn gleich der Buzzer kommt oder so und dann hier Luke Buster weiterkommt. Dann lache ich mich wirklich kaputt. Make him tap, das ist jetzt die Aufforderung. Ja, an wen? Das ist die Frage. Haben ja jetzt beide nicht gerade den Submission
Move in ihrem Arsenal. Aber ganz ehrlich, bei Raw, das wird mega krass. Ich hab's ja schon gesagt, Batista gegen Luke Buzz und Ric Flair gegen Wade Barrett. Das wären wirklich zwei wirklich klasse Matches. Und ich muss mal ein bisschen Sorgen machen. Ich glaube, wir müssen Securities um den Ring platzieren, wenn dann wirklich Luke Buzz gegen Batista kämpfen wird, weil die waren eh sowieso schon gegeneinander aufgeschachelt, so kann man das ja sagen. Und dann gerade eben der Angriff von Batista. Er hätte mich gefreut oder hätte mich mal interessiert, was denn Luke Buzz gesagt hätte zu dem Match hier gegen Sheamus und zu der ganzen Situation mit Age of the Fall. Ja, ging ja schon relativ ab in den Kommentaren. Das haben wir ja gelesen, die diesmal gelesen haben zumindest. Und so, ja, haben wir halt quasi ein Highlight bei Raw, wenn die beiden One-on-One kämpfen. Beast gegen Animal, könnte man sagen. Und da ist der Clothesline from Hell! Der Clothesline from Hell! Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die Entscheidung war. Ja, this is awesome. Direkt zwei auf einmal. Ja, Sheamus pusht sich da nochmal hoch. Aber jetzt ist die Frage, denn jetzt, da kommt er. Da soll der Buzzer kommen. Das darf nicht wahr sein. Da kommt der Buzzer. Luke Buzz besiegt hier tatsächlich Sheamus. Eins, zwei, drei. Nein, auch das ist es nicht. Auch das ist es nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt rastet Sheamus hier komplett aus. Das geht hier hin und her in diesem Match. Front Power Slam nach zwei Clotheslines. Das ist mal was. Und jetzt mit Sheamus offensichtlich dieses Match beenden. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Jetzt nimmt er ihn hoch zu White Noise. Ja, das sieht aus nach White Noise. Und da kommt das White Noise. Aber das muss doch jetzt wohl die Entscheidung gewesen sein. Das kann jetzt nicht mehr irgendwie sein, dass jetzt Luke Buzz da nochmal rauskommt. Eins, zwei, drei. Und tatsächlich, Sheamus gewinnt. Und damit stehen beide Triple Threat Matches. Einmal Intercontinental Champion versus US Champion versus Kofi, der ja momentan wieder richtig abgeht. Und einmal Sheamus. Oh, was passiert jetzt hier? Luke Buzz. Die beiden Heels geben sich die Hand. Nö, nö, nö. Luke Buzz. Ja, da sitzt der Stachel richtig tief. Age of the Fall auseinandergebrochen. Jetzt aus dem Turnier ausgeschieden. NXT-Titel verloren. Also bei dem sitzt der Stachel. Was ich sagen wollte, ein Triple Threat Match, John Cena gegen Big Show gegen Sheamus, Hammer-Match. Und das andere mit den zwei Midcard-Champions und Kofi Kingston natürlich auch richtig, richtig erste Sahne. Ich hoffe, SmackDown hat euch gefallen, seid auch wieder bei Raw dabei, lasst einen Kommentar hier unter dem Video da. Ja, bis dahin, Hell Yeah!